Diese Baustelle war auch für die Experten der Brandenburger Kranfirma BMK schwierig zu erreichen. Mit ihrem tonnenschweren Kran und einem folgenden Tieflader mussten sie über schmale Wald- und Wanderwege bis zum Rand des Sandfurtgrabens fahren. Dort galt es heute, die marode Waldbrücke aus den Angeln zu heben, um Platz für den Ersatz zu schaffen. Reinhard Reier vom Bürgerbeirat der eigenen Scholle erläutert das Projekt. Ja, der Bürgerbeirat hat seit über 10 Jahren immer angemahnt, dass sie saniert werden muss. Sie hat ja auch schon etwas älteren Zustand, Korrosion und Schäden im Brückenbelag. Und ja, da wir immer wieder die Verwaltung darauf hin angemahnt haben, hat man sich in diesem Jahr entschlossen, hier einen Ersatzbau zu errichten und einen Teil der aus Havelberg beschafften Bugerbrücke hier aufzustellen. Die Brücke verbindet auf sehr kurzem Wege die eigene Scholle mit Wilhelmsdorf, insbesondere den Krugpark und die Krugparkschule. Der Weg wird auch sehr viel für Schulkinder genutzt oder von Schulkindern genutzt. Die Vorbereitungen waren dann auch schnell erledigt. Arbeiter flexten Teile des Geländers ab und rollten ihre Schwerlastschlingen aus. Dann noch fix an den Haken gehängt und los ging's. Die Brücke selbst war an den Seiten nur aufgelegt. Weitere Verankerungen mussten nicht entfernt werden. Erbaut wurde sie circa in den 80er Jahren. Zuvor gab es an dieser Stelle eine Holzbrücke. Nun sollen laut Peter Reck vom städtischen Tiefbauamt an den Uferzonen noch kleinere Vorbereitungen erledigt werden, damit in spätestens 2 Wochen die neue Brücke eingehoben werden kann.